Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spin Tyrus. Und bevor wir den Motor anschmeißen, lauschen wir mal der Natur. Wunderbar. Ja, in den letzten zwei Parts haben wir ja schon es endlich geschafft, Holz abzuliefern. Ich habe also eine kleine Idee, wo ich mit dem Let's Play hin möchte. Also mit dem, ne, wisst schon, was ich meine. Wir werden jetzt einmal zurückfahren, werden neues Holz holen. Erneut, kleine Holzstäbe werden hier hinbringen. Dann hätten wir hier 4 Punkte. Und wären dann bei 4 von 8. Ja, hätten wir nochmal 2 Punkte. Da haben wir dann 4 und dann 4 von 8, die Hälfte. Dann werden wir mal ganz kurz in den Multiplayer reinschauen, falls das schon online ist. Ich weiß das gar nicht. Ich habe noch gar nicht so nachgeguckt. Und danach werden wir einmal mittlere Holzstäbe hierher fahren. Ob wir das schaffen, ja, das steht noch in den Sternen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen anderen Weg für uns suchen. Also ich werde mal der Straße folgen, wie ich ja da gefunden habe, und mal gucken, wo die uns hinbringt. Eventuell finden wir einen längeren, aber dafür leichteren Weg. Schauen wir mal. Erstmal Motor starten. Boah, du alte Qualmbude, du. So. Wo haben wir es hier? Nee, ach genau. Fortschreiten. Alles klar. Wir sind jetzt hier. Das bedeutet, wir müssten ja eigentlich nur den Weg wieder zurückfahren. Und der Fall zeigt schon, jo, da Holz, da müssen wir hin. Ich könnte natürlich jetzt wieder mich zur Werkstatt bringen lassen. Aber nein, machen wir nicht. Denn diesmal sind wir nicht umgekippt. Diesmal fahren wir ehrlich zurück. Falls es hier lang geht. Oh, Allrad ist aus. Alles klar. Ich glaube, dazu müssten wir hier lang fahren, oder? Obwohl, wir kamen von der anderen Seite. Ich meine, hier geht es nach an so ein Matschfeld rein. Nein, 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 nein. Gleich umdrehen. Ich riskiere diesmal hier nichts. Also nicht zu viel. Oh. Geiles Spiel. Muss ich so sagen. Einfach geiles Spiel. Ja, ich hatte einfach gerade heute wieder Bock auf Spin Tyrus. Und weil ich ja das ganze Let's Play am Laufen habe, möchte ich ja nicht mittendrin einfach schon weitermachen und ihr seht davon nichts. Und deswegen musste ich aufnehmen, weil, wie gesagt, ich wollte Spin Tyrus spielen und muss deshalb aufnehmen und verfolgt ihr mich noch? Ich weiß selber gar nicht, wo ich bin. Ja, genau. Wirkt mir 3 Schaden rein. Ich danke dafür. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich hatte zu überlegen, hier mit dem Hänger lang. Na, egal. YOLO-Modus aktivieren. Und dann geht das. Ja, jetzt muss ich erstmal die Hauptstraße wiederfinden. Wo war die eigentlich? Ich habe da so ein bisschen Angst. Oh, wieder versinkt. La 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 la. Obwohl, glaube ich, hier kann ich mit dem Hänger nicht lang. Der geht. Der wird einfach flöten gehen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jetzt hier so wieder hochkomme. Ah, versuchen wir mal. Ich habe Differentialsperre schon drinne. Ach doch. Läuft. Aber im Hänger würde ich da nicht so gerne langfahren. Der kippt mir da hundertprozentig um. Lass dich jetzt schon kommen. Was? Wofür ein Schaden? Da war nix. Ja. So, wo waren jetzt die Hauptstraße nochmal? Wir müssten jetzt eigentlich hier weiterfahren. Müssten dann ja gleich eigentlich dorthin kommen. Ich müsste eigentlich auch mal die Karte aufdecken, aber da habe ich jetzt im Let's Play keinen Bock drauf. Die ganze Zeit durch die Gegend zu fahren, das ist ja stinklangweilig. Meine. Ja, genau. Genau. Wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Schaden, 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 Schaden. Ey, Alter, die wollen mich doch verarschen. Wie tief sind denn die Schlammgruben hier? Ist ja allgemein, ich sag mal in Anführungszeichen, langweilig. Und jetzt würde ich nur rumfahren und Karte aufdecken. Ja, das muss ich, glaube ich, nicht extra zeigen. Das wisst ihr selber, wie das wohl ablaufen wird. Oh, schon mal. Nee, ich werde jetzt diesen Weg hier zurückfahren und werde dabei überlegen, ob man hier wirklich mit dem Hänger langfahren könnte. Aber ich denke jetzt schon mal, würde er wohl nichts werden. Ich glaube, da hinten ist die Straße. Ja, nein, vielleicht eventuell YOLO. Das ist ein Holzdepot? Sieht aus wie ein Holzdepot. Kann man da rauf? Kann man da hin?
Wäre wie ein bisschen lame, wenn man hier schon Holz ist, dann müsste man irgendwie nur einen Kilometer weit fahren. Wir können das Holz dann da abliefern. Aber ich würde ja doch ganz gerne sonst einmal gucken gehen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Straße gefunden. Nochmal 2 Schadenspunkte. Wofür? Wofür? Wirklich? Wofür? Alles klar, hier kann man... Oh Gott, der rutscht. Der rutscht und ich kämpfe gerade ein bisschen mit der Kamera. Sieht ja aus wie ein Holzdepot. Aber ich schätze mal, das ist hier so zum Selbstaufladen. So wie das aussieht. Warte, ich fahre da mal gegen. Nur so aus... weiß nicht. Sieht aber hier zum Selbstaufladen aus. Oder vielleicht, wenn man die Mission geschafft hat, dass man dann andere Holzplätze hat und andere... Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. So lange spielt das Spiel auch noch nicht. Gut, kämpfen uns erstmal hier auf dem Schlamm raus, aber auf die Straße und sehen dann mal, wohin uns diese führt. Wenn mir nicht alles täuscht... Komm, Kollege, gib Gas hier. Wie viel PS hast du? 300? Mindestens. Wir müssen hier lang. Einmal kurz das Kärtchen checken. Jo, hier geht's lang. Allrad raus. Brauchen wir gerade nicht mehr. Und jetzt. Ja, hier ist die Brücke. Nicht dagegen fahren. Nicht gegen die Brücke, über die Brücke. Na. Ich habe übrigens heute mit einem Abonnenten telefoniert. Und er meinte, bei den Videos gesehen zu haben, dass ab und zu. Also ich glaube in 2 Stellen oder so, die Reifen nicht den Boden berühren. Dass wenn man zum Beispiel über eine Spalte fährt, dass die Reifen trotzdem in der Luft stehen bleiben. Ist mir jetzt so beim Spiel nicht aufgefallen. Gut, das kann mal vorkommen. Ich glaube, das Spiel ist auch noch nicht ganz fertig, auch wenn es jetzt die Vollversion sein müsste. Aber das sehe ich jetzt nicht allzu schlimm an. Bitte? Dazu habe ich jetzt erstmal keinen Kommentar auf Lager. Man muss ja also jetzt wirklich über auf jede scheiß Bodenwelle achten. Ist das euer Ernst? Also das war ja. Leute, das war gerade minder. Das müsst ihr zugeben. Das ist. Nee. Über 100. 156 und wie viel haben wir da reingekommen? Bremse ich auch mal ein bisschen ab. Ja, 44 normal. Danke. Die Straße ist ja brutal gefährlich, Alter. Da kann ich ja lieber durch Matsch fahren. Hier auch wieder. Ja, guck mal! Was muss ich denn noch machen? Oh Gott! Ey, ich verrecke mit der Karre auf der Straße! Nee, 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 du! Schon wieder eine Bodenwelle. Ganz langsam, so. Gemütlich. Kann man den irgendwie höher legen? Obwohl, das ist doch ein Geländetruck. Mir nicht erzählen. So, hier ganz langsam. Bloß, aber vielleicht kriegen wir jetzt ja trotzdem Schaden. Nicht? Scheiße, ich habe vergessen, bei Skype offline zu gehen. Na, großes Kino. Ich glaube, wir kommen auch nicht mehr heil zu Hause an, ey. Trotzdem werde ich der Straße weiter folgen, weil ich einfach mal sehen will, wo ich da rauskomme. Wo führt die mich hin? Wäre dann gut für Jeep-Fahrten, um die Karte vielleicht aufzudecken, damit man wenigstens sicher ans Ziel kommt. Aber wie man sieht, die Straße ist gefährlich. Und ich bin echt kein Straßenkind, ey. Hier ist wieder hügelig. Ja, der Motor hört sich auch nicht mehr gut an. Also, der hat auf jeden Fall richtig einen abgekriegt. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Noch eine Brücke. Einmal kurz auf die Karte geguckt. Wir sind aber immer noch eigentlich recht solide unterwegs, muss ich sagen. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, könnte brenzlig werden. Muss ich einfach mal schauen. Das ist halt doch schon ein bisschen bitter, wie die Karre schon mitgenommen wurde. Nur durch Straßenfahrt. Jetzt mal ernsthaft. Lieber Entwickler. Gut, hier kann ich es verstehen. Asphalt, aber trotzdem. Ich habe richtig Angst, jetzt hier zu fahren. So. Ich müsste jetzt aber wirklich ein paar Mal öfter auf die Karte gucken. Allgemein, um mich zu orientieren. Alles klar, wir sind jetzt hier so mittel in der Karte. Dass wir vielleicht vom Holzdepot aus
einfach so einen Straßenweg nehmen könnten, damit wir nicht einfach die ganze Zeit durch Modder fahren müssen. Ich meine, das ist der Sinn des Spiels, ja. Aber ich würde schon ganz gerne mal so ein Ziel erfüllen. Wäre schon ganz cool. Ich glaube. Nein. Boah. So, wenn ich jetzt hier. Was ist das hier für ein Weg? Oh! Da steht was! Kamera kurz ein bisschen drehen. Allrad rein. Jetzt mal vorsichtig. Ah, Kamera, bitte. Also manchmal wirklich. Also. So. Kann hier durchfahren, ohne Schaden zu nehmen, oder? Oh, guckt euch das mal an. Hier sind noch ganz viele Fahrzeuge. Bing! Freigeschaltet. Könnte sein, dass Let's Play noch ein bisschen länger geht. Hut auf der Straße gefolgt sind. Also für alle, die das Spiel auch spielen, der Straße noch nicht gefolgt sind, folgt der Straße ruhig mal. Man findet Dinge. Auf jeden Fall ein Tankwagen. Nice. Nice, nice. Dann könnten wir eigentlich ja direkt mal unsere Karre hier auftanken. Fahrzeug wechseln. Auf den hier. Null Schadenspunkte. Läuft bei dem. Tankwagen. Tada! Den lassen wir dann aber erstmal hier stehen. Werden den wieder nehmen. Und jetzt nochmal eben kurz uns das Fahrzeug da hinten angucken. Ja, gut, dass ich der Straße gefolgt bin. Ich bin gerade ein bisschen zufrieden, ne? Gut, das Auto ist halb tot, ne? Ah, die Kupplung, Leute, die Kupplung. So, eben kurz das Fahrzeug wechseln, in den rein und mal. Ach, der Tank ist leer. Alles klar. Das bedeutet, wir werden. So. Drehen. Sattelkupplung. Ach, sag bloß, der hat was zum Reparieren drauf. Also, das wäre Hammer. Wo können wir uns hier selber reparieren? Warte, Fahrzeug wechseln nicht? Ich fahr mal kurz näher ran. So. Das wäre ja schon cool, wenn wir jetzt unser Auto irgendwie reparieren könnten. Also den jetzt. Tatsächlich. Zack. Schaden behoben. Der hat nämlich keinen Schaden, deswegen wäre das Quatsch. Fahrzeug wechseln. Kurz auf den hier. Dann werden wir den mal kurz beiseite fahren und mit dem Tankwagen das Ding mal kurz auftanken. So. Kann ich den von hier hinten aus anwählen? Ich weiß es gar nicht. Fahrzeug wechseln? Nein, können wir nicht. Das heißt also, wir müssen eben kurz auf die Karte wechseln. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oh Gott, was machen wir denn hier hinten? So, das müsste dann der sein. Ja. Motor anstellen. Allrad rein. Und dann mal kurz dahin tuckern. Wie schön sich das alles mitbewegt, Alter. Richtig geil. Das Schöne, dass bei einem leeren Fahrzeug auch gleich diesen riesen Tanklaster daneben steht. Ja, drei Schadenspunkte. Ich habe nichts anderes erwartet. Liter. Auftanken. So, dann werden wir den jetzt kurz wieder wegfahren. Hallo? Fortschreiten. So, kurz drehen. Dann packen wir ihn auch gleich wieder da hinten. Gar nicht erst groß damit rumfahren. Werden wir dann irgendwann mal zu unserem Haus fahren. Ja, genau, 10 Schadenspunkte. Ich hoffe, das ist klar. So, den lassen wir dann mal hier stehen. Allrad an, fortschreiten, abstellen. Auf der Karte. Nein. Das Fahrzeug. Jetzt gucken wir uns mal an, was das so kann. Oh. Alles klar. Den würde ich eigentlich ganz gerne nach Hause fahren. Aber ich möchte, wie gesagt, erstmal. Komm, nachstellen.
der Straßenweiterfolge mit dem anderen Truck. Wenn ihr das sehen wollt oder wenn ihr noch wollt, dass ich mit dem hier eine Runde fahre oder den eben in die Werkstatt fahre, eben in die Kommentare schreiben, dann weiß ich Bescheid. Aber den möchte ich jetzt erstmal auf jeden Fall stehen lassen. Fahrzeug wechseln. Geht natürlich nicht. Und dann werden wir uns den hier erstmal wieder schnappen. Und erstmal weiter gucken, von wo kamen wir jetzt eigentlich? Ich glaube von da hinten, ne? Genau, dann sind wir hier querfeld eingefahren. Der Kampf mit der Kamera. So, jetzt langsam durchs Fittchen. Ich meine, gut, wir konnten es jetzt ein bisschen reparieren, aber wir müssen es ja nicht gleich wieder heraufbeschwören. So. Dann gucken wir mal weiter an, wo uns die Straße hinführt. Oh Gott, Alter, direkt wieder sehen, wie sie Schaden von gab. Wieder null Bock. Ich weiß echt nicht, wo uns die Straße jetzt hinführt. Vielleicht fahre ich jetzt hier auch die ganze Folge lang total bescheuert und dämlich durch die Gegend. Aber wie wir gesehen haben, hat es sich doch ein bisschen gelohnt. Wir haben ein Fahrzeug, zwei Fahrzeuge gefunden. Aber es ist halt echt. Also ich finde es von Interesse, dass ich die Karte ein bisschen kennenlerne. Und weiß, wo was hingeht. Hier ist schon wieder so ein Schlammloch. Mal ganz kurz vorsichtig rüber. Alles klar. Alter, kommt übrigens aus. Dann schaltet ja auch jemand einen höheren Gang rein. Was ist das hier? Jungs, wir sind im Kreis gefahren. Alles klar, weiß ich Bescheid, Digga. Einmal im Kreis gefahren, oder? Oder? Ja, bin einmal im Kreis gefahren. Alles klar. Fuck it. Na gut, aber Hauptsache, wir haben einmal die Straße erkundet. Heißt also, die Straße führt einmal in der Mitte der Insel rum. Das ist trotzdem kacke, dass man hier überall Schaden nimmt. Ey. Wir haben fast schon wieder den Schadenswert erreicht, bevor wir uns repariert haben lassen. Bin ich etwas vorsichtig mit dem Gas. Dann müssen wir uns auch gleich wieder in den Schlamm begeben, weil die Räder sind mir viel zu sauber. Für Spin-Tire-Verhältnisse her. Noch ein Stückchen noch weiter. Und ich müsste echt mal die Karte aufdecken. Das könnte ich aber vielleicht mal offscreen machen. Dass ich einfach mal kurz die Karte aufdecke, bis ich mit dem Jeep hier rumfahre. Hoffentlich keine Scheiße baue. Damit wir wenigstens etwas Übersicht haben. Oder sagt jetzt nein, Julian. Das machst du vernünftig. Das machst du wieder während des Displays oder gar nicht. Wir sind so ein bisschen, wo es weitergeht. Da ist der Motor wieder am Qualmen. Ich bin ja begeistert. Ich glaube, ich komme mit der Karre nicht mehr heil an, ey. Ah, der fackelt aber. Ist schon jetzt weit gefahren? Nee, oder? Doch! Ein Stück zu weit und wir werden uns jetzt mal. Kann man da lang? Das sieht aus wie ein Weg. Ja. Allrad rein. Aber in den Moller. Schön über Steine, damit das Fahrzeug auf jeden Fall hoffentlich dann ein bisschen Schaden nimmt. Ne, da habe ich mir gerade richtig Bock drauf. So, vorsichtig. Vorsichtig. So. Ja, hier geht's weiter. Schön durchs dicke GS. Und ein Fluss. Haha, viel überraschend. Karte, alles klar, wir müssen über den Fluss rüber. Das ist ein reißender Fluss, ne? Reißende Flüsse sind meistens sehr, sehr tief. Oh ne, wartet, Leute. Den Fluss kenne ich. Den kenne ich. Hier kommen wir nicht rüber. Der ist sehr, sehr tief. Da sicker ich so ein. Achtung, ich demonstriere es trotzdem natürlich mal ganz kurz. Ey, dir, da werde ich so baden gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ne, raus hier. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen.
so. Folgen wir einfach noch ein kleines Stückchen der Straße. Und gucken, wo es da weitergeht. Ob wir da noch einen anderen Weg finden. Und es wird wieder Nacht. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber Licht schon mal eingeschaltet. Genau, da war ja was mit Stein. Ja, ein Schadenspunkt. Super. Überall Steine, ey. Ich muss jetzt unbedingt einen Weg finden, wo ich rein kann. Aber wo könnte der sein? Alles Stein. Das ist alles keine Durchfahrt. Oh Gott. Nein, wir fahren schon wieder die ganz falsche Richtung. Nee, bitte nicht. Ich hab mich verwirrt. Ich hab mich verfahren. Ich hab alles gemacht. Ja. Danke dafür. Scheiße, wie hier wieder. Leute. Einmal umdrehen. Komm. Oh nee, was greift mich gerade in Asphalt ein? Also ein bisschen. Alles klar, ich greife mich in Asphalt ein. Ja, noch mehr Schadenspunkte, das kann die Karre richtig gut gebrauchen gerade. Ich muss den alten Weg wiederfinden. Den mit dem Zisch. Oh, wo war der nochmal? Sieht aus wie ein Weg, oder nicht? Einfach mal gucken. Das ist Spin-Tires, da guckt man. Aber ich gucke vorsichtig. Ja, komm, Kamera mal nach vorne. Ja. Wieder Kackstein. So. Wie sieht's denn jetzt hier vorne aus? Ist das ein Weg? Oder baue ich gerade richtig Scheiße? Vielleicht baue ich gerade Scheiße, oder? Ah, oh, das ist ein kleiner. Sieht auch wieder aus wie ein Weg für Fußgänger oder sowas. Hier ins Waldstück rein? Nein? Ach nee, Alter, bitte. Alles klar, raus hier. War ein Überlänge-Part. Also, kenne ich nix. Wahnsinn, Alter, ich habe mich voll verfahren. Wo komme ich denn jetzt eigentlich nochmal her? So. Der Karte nach zu urteilen, müsste ich eigentlich nur hier ein bisschen weiter folgen und dann irgendwann mal abbiegen. Abbiegen wäre dann halt eine gute Option. Und das sieht aus wie etwas, wo man abbiegen sollte. Fühlt mit Sicherheit auch schon wie eine Sackgasse rein, ne? Ach komm. Scheiß ich jetzt drauf. Jetzt scheiße ich endlich mal drauf. Nein, jetzt sind wir wieder hier. Oh, nee, ey. Wie kann man sich denn so verfahren? Wirklich. Ich meine, ich habe ja echt schon viel Scheiße gesehen in dem Spiel, was man machen kann. Aber sich so krank verfahren? Oh, Leute, es tut mir echt leid. Scheiße. Jetzt haben wir nicht ernsthaft die Verfahren, oder? Ey, komm, wisst ihr was, ich fahre jetzt auf die Straße rauf und dann ist das erstmal für diesen Part gewesen. Ich glaube, mehr kann ich auch eh nicht antun. Aber hey, jetzt Fahrlos gefunden. Easter Egg, yay. Nochmal viel Schaden. Ich verreck hier gleich. So, Karte sagt, du bist hier. Ich werde jetzt, den Part beenden und dann werden wir hoffentlich endlich den scheiß Weg finden, weil so langsam platzt mir echt der Kragen. Ich hätte natürlich auch jetzt, ich wollte gerade mit dem Finger drauf zeigen, von hier aus hier lang fahren können.
Genau dahin. Gut, ich versuche jetzt hier über Umwege wieder zurückzukommen zur Werkstatt. Ansonsten weiß ich auch nicht. Also, wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Tschüss.